kannst du auch. Ja, wir haben heute diesen Stoppelacker bejagt. Hier war vorher Weizen drauf. Die Gänse haben den Acker sehr gut angenommen. Habt die Tage vorher schon an den Abendstunden und den Morgenstunden verschiedene Gänse hier anfliegen sehen. Und vom Wind her hat es halt auch super gepasst. Wir haben uns auf dieser Erhöhung niedergelassen, haben uns hier unsere Liegen positioniert, haben hier eine recht freie Fläche. Die Ballen stehen hier nicht ganz so eng zusammen und dachte eigentlich, hat passt hier ganz gut. Wichtig ist natürlich A, der Wind. Ne? Der Wind sollte immer von hinten kommen. Die Ackerfläche sollte recht offen sein. Die Gänse fühlen sich da ein bisschen sicherer mit dem Landen. Ne? Nicht zu dicht irgendwie an Wäldern dran, nicht an Bäume. Und eigentlich sind selbst Strohballen schon oder Heuballen immer so eine heiße Kiste. Aber heute hat es zum Glück geklappt. Jetzt im August reichen wenige Lockgänse in der Regel aus. Da braucht man nicht viel. Im Winter sieht es da schon wieder ein bisschen mehr aus. Sehr, sehr positiv ist, macht sich auf jeden Fall so eine Gänseliege, wo man sich richtig drin einschieben kann und Deckung hat, so damit die Gänse einen vorher nicht wirklich mitbekommen. Ne? Und ja, wo man dann in der letzten Sekunde rausspringt, hoch auf Kommando und dann hoffentlich erfolgreich die Gänse erlegen kann. Ja, ich habe hier einmal den Grauganslocker von der Lokschmiede und einmal einen von der Lokjagdshop EU. Die machen verschiedene Töne, je nachdem wie die Gänse halt sind. Und man kann halt dementsprechend verschieden variieren, je nachdem auf welchen Locker die Gänse und zu welcher Situation ja, anspringen, sage ich jetzt einfach mal, kann man sich natürlich zu Nutzen machen und ja, somit seinen Erfolg ausbauen. Im Winter ist es natürlich so, damit du diese traditionelle oder übliche LV-Form, U-Form baust, ne? Das haben wir jetzt heute ein bisschen anders gemacht. Ich habe mich da mit einem sehr guten Freund per Rücksprache noch mal kurz geschlossen. Und heute haben wir einfach dadurch, damit wir wirklich drei Mann hier recht offen lagen, haben wir das ein bisschen anders gemacht. Wir haben die Liegen 30 Meter so pauschal vom Lockbild entfernt aufgebaut. Kleine einzelne Gänsegruppen gesetzt, ne? Weil gerade jetzt im Spätsommer du halt diese kleinen Pärchen immer hast, die man auch so ziehen sieht. Und dementsprechend haben wir das Lockbild angepasst. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben auf der einen Seite Vollkörpergänse positioniert, auf der anderen Seite Halbschalen. Und haben heute eigentlich ein bisschen mehr Gänse aufgebaut, als man hätte eventuell gebraucht. Aber es hat sich wirklich sehr gut gelohnt und hat den gewünschten Erfolg gebracht. Am Ende des Tages lagen 25 Gänse. Ich denke, das kann sich sehen lassen bei drei Flinten. Man sollte auf jeden Fall nicht zu früh aus der Liege kommen. Man sollte halt wirklich abwarten, beobachten. Einer gibt wirklich das Kommando. Ne? Nicht damit alle quer durcheinander auf einmal die Liege verlassen und dann, das sorgt nur für Unruhe. Einer guckt raus am besten, so weit er kann, beobachtet die Gänse, alle anderen verhalten sich möglichst ruhig. Und wirklich, wenn der eine sagt, ja, man kann sich ja unterhalten, man ist ja nicht so wie auf der Jagd, da wird man jetzt komplett mucksmäuschen still sein müssen, man kann halt sagen, warten, 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 fertig machen und so machen wir das und dann jetzt. Und dann können alle raus und dann kann man auch ja, das bestmögliche Ergebnis erzielen, wenn die Schützen dementsprechend auch schießen. Wir jagen hauptsächlich mit Selbstladeflinten, hat den entscheidenden Vorteil, dass du die Flinte halt in der Liege, bei geschlossener Liege, beladen kannst. Anders als bei der Kipplaufwaffe kann man halt die Munition, die Schrote von unten einführen. Ja, das macht einen sehr entscheidenden Vorteil gegenüber der Kipplaufwaffe.